weiter geht's, Leute. Wir sind bei der Zukunftskaktee in der nächsten Runde. Mal schauen, was wir hier reißen werden. Hier wieder schön. Power. Was bist du? Power. Power. Achso. Da, wo ich keinen Schaden machen konnte. Du kannst nie irgendwo Damage machen. Bam. Ich habe Wissenschaftler gewonnen, 107 Damage. Ich habe mal Skill gemacht, Alter. Ich habe direkt einen One-Hit verteilt. Wenn es nicht davor noch jemand schneller geschafft hat. Aber das war schon verdammt cool gerade. Einfach so ein One-Hit rausgehaut. Ja, Stück halt nicht. Nein. Unbedingt. Aber ich finde auch die Lichteffekte von der Zukunftskaktee sind inzwischen echt geil geworden. Und den nächsten weggeholt. 94 Damage. Und den nächsten weggeholt. Ah, verpisst euch mal, die scheiß Maler. Oh, ich hab den Baum hier ein bisschen entstaubt. Alter, warum zur Hölle treffe ich den schon wieder nicht? Alter, haut mich auch ein Wissenschaftler hier von der Seite blöd an. Nur weil ich die alle gewonnen habe, müssen die mich jetzt haten? Können mich auch mal in Ruhe lassen, oder? Aber unser Pflanzenteam ist auch ziemlich gut. Schaut hier mal den Garten an, Alter, der ist umstellt mit Schnappern und ähnliche. Oh, oh, von der Seite. Ah, du bist auch Zukunft. Ich könnte mal hier gebrauchen, so eine Blume. Hau hier raus. Weil jetzt, die sind so behindert, jetzt ist ich verreckt. Oh nein! Da kommt ein Netz her! Wie ein Pilotschlag, ey. Shit. Danke, tipp mich jetzt, ey. Da ist jetzt nicht mehr so viel mit Fernkampf. Hier ist gar nicht mit Fernkampf. Mit Nahkampf, weil ich. Ist auch voll scheiße Fernkampf in dieser. Doch. Garten, wenn du Headshot gibst, ist die übel. 66. Ich meine, Alter. Diesen Garten. Na, über den ganzen Friedhof? Scheiße. Über den ganzen Friedhof ist schon. Ja, wenn die Gegner im Garten sind, dann. Dann ist. Dann bringt dir ein Distanzfighter nie was, wenn sie im Garten sind. Da gibt's ganz selten Gärten, wo sie dir was. Alter. Pilotschlag. Aber ich wurde zumindest wieder voll gehielt von der guten Sonnenblume. Bullshit. Zurück ziehen. Schnell. Boah. Alter, lebt der immer noch? Oh nein, der ist tot. Zum Glück. Oh nein, da kommt ja noch einer. So, okay. Ah nein, ich werde wiederbelebt. Gotteskind 2014. Nice one. Ich könnte hier gebrauchen, Leute. Leute, hier. Irgendjemand. Hallo? Stehen drei Sonnenblumen um mich rum. Tut was. Nein, jetzt werde ich von dem Zombie gefressen, weil drei Sonnenblumen nicht in der Lage sind, ihren Heilstrahl auf mich anzumachen, wie ich 2 HP habe. Und der hier wird gebucht. So. Nur Noobs hier. Tankaktär. Oh, ich glaube, der Garten ist weg. Nachdem Markus und ich jetzt beide nichts zu den Garten tun können und unser Team gerade eben voll am Abnuben ist, ist dieser Team, Garten weg. Ja, ich stehe noch am Spawn. Weil ich bin ja gerade gespawnt, das Tankaktär. Alter. Jo, den gerne mit. Alter, fickt euch. Ja, direkt am Spawn kannst du dir kein Damage machen. Spawn Protection und so. Was zur Hölle war das? Okay, ich muss hinter den Garten. Ich muss hoch ins Baumhaus, Alter. Und zwar lebendig. Oh, Zombie erledigt. Zug. Ich hab dich nicht erlebt, Bro. Sorry. Komm schon. Drop jetzt. Drop irgendwas, du scheiß Heilblume. So, danke. Bin ich wieder voll. Ah, Markus, da steht bei der Heilblume unterm Gartenhaus. Aber okay. Komm schon, beweg dich. Ja. Beweg dich. Ja, drüber oder so.
Der ging ja nicht, weil du auf so einer komischen Schräge standest. Ich glaube, aufs Hausdach stellen ist geschickter als aufs Baumhaus. Oh, da kommt auch schon der erste Pilotenschlag. Fuck. Ich jag jetzt natürlich scheiß Pylone. Es ist so eine Sombot-Drohne. Ja, klar, der Maler, ey, wo ist denn der jetzt schon wieder ein? Das ist doch Bullshit. Jo, der Header-Kill. Da ist. Und noch ein Kill mit der Drehtwiede. Kartoffelwiede. Habe ich ihn angeschossen. Oh oh, einer ist ein Garten. Der große Maler. Ja, okay. Sandrakt ist der größte Bullshit. Zum Garten verteidigen, ja. Headshot. Wenn du die Leute abstauben willst, bevor sie beim Garten sind, dann ist er halt King. Alter, ich bin einfach drei Schüsse auf dem... Zwei Schüsse auf dem Kopf, Alter. Was ist Bullshit, ey. Ich glaube, so langsam wird es Zeit für einen halb funktionierten Rückzug. Dann wird es keine Zeit für eine, ich bin gerade Drohne. Sorry, Alter. Ich habe mich an eine sichere Stelle gestellt, als ich gesehen habe, dass der Garten noch nicht gekämpft ist. Und Banditen kriegt die. Noch nicht vorbei. Yes, ich habe ihn weggeholt. Komm her. Zieht uns in den Garten hier ein bisschen. Oh ja, mit Banditen-KT ragte die natürlich direkt vom Garten alle weg. Jo. Tot. Ja, jetzt muss er nachladen. Okay. Okay, da ist der Garten weg. Ah, hier Loops, ey. Anstatt dass ich in den Garten reingeht. Nee. Ja, ich kann ja nicht rein. Ich sag ja nichts gegen dich, sondern die anderen, ja, die Erbs. Ja, ich weiß, die stehen aber alle direkt neben dem Garten. Ich auch wieder tot, ey. Und da bin ich auch tot. Sombot Laser. So, Bandite. Der sollte dem Garten eigentlich ziemlich cool kommen jetzt. Vor allem mit beim coolen goldenen Diamanten Centurio. Da kommt der gleich noch viel cooler. Da kann er nicht nur was, da ist er dabei auch noch cool. Und ich habe ihn abgesnackt. Oh geil, mal wieder eine Sonnenblume, die heilt. So, was gibt's da? Nicht so, ne? Mein Gott, sind die Blätter. Was? Ah, komm schon. Komm ich da nicht mehr rein, ey, was für Bullshit. Ja, was war das jetzt wieder für ein Lag? Ich kann mich auf einmal nicht bewegen, dann habe ich Videos leben, jetzt bin ich gestorben und jetzt wurde ich angeblich von dem Pylonen-Zombie gefressen. Okay, das werde ich jetzt nicht als tot und ich spiele weiter den Banditen-Kaktus, weil das war nicht fair. Das war ja nicht einmal irgendwie, dass sieben Leute gleichzeitig auf mich gehen. Nein, ich konnte mich auf einmal nicht mehr bewegen und bin dann durch den scheiß Bug gestorben. Ich bin ein scheiß Feuer, du Wichser. Oh ja, selbst der Oyster hier ist am rumteleportieren und ich töte ihn. Ja, die Serverbacken wieder. Nice shit. Wir packen das überhaupt nicht. Der Oyster hier ist gerade rumteleportiert und konnte sich auch nicht mehr bewegen. Der ist die ganze Zeit auf dieselbe Stelle zurückgesetzt worden. Dann leckt er auch nicht, dieser Schalle. Ja, aber bei mir war es sogar dasselbe und ich lag ja auch nicht. Ich habe ein flüssiges Spiel, nur auf einmal, zack, bin ich bewegungsunfähig. Ja, dann leckt's ja bei dir. Und mach keinen Schaden mehr. Ja, auch das mit dem Schaden hast du auch und das sind Serverlecks. Nee, nicht so. Ah, einmal hatte ich. Du beschwerst dich auch die ganze Zeit, dass du manchmal keinen Schaden machst. Ja, wo im Spawn-Ding. Ja. Aber ja, so mache ich Schaden, wenn ich schieße. Immer. Ich krieg manchmal Hitmarker und es passiert einfach nichts. Krieg, ja, die kriegen keine Schadenswerte.
Oh Mann, ist sie dumm, die Sonnenblume sieht, wie ich in dem Anschlag sterbe. Was macht sie? Läuft zu meiner Leiche und stirbt im selben Anschlag. Welche Kaktus ist so geil. Ich spiele jetzt Zitronenkaktus. Ja, ja, der ist geil. Ja. Zitronen, naja. Der hat halt so einen miesen Rückschlag. Das ist das Behinderte bei ihm. Beim Shade. Nee, beim Zitronen. Citrus. Ja, der Dreier, der ist da. Ja, und Flächenschaden. Stirbt du Wichser. Der Flächenschaden ist ja ganz cool, ne? Aber. Ich hab ihn geholt. Ja, genau. Bin ich nur ein normaler Charakter? Gut, ich doch nicht. Ich bin hier immer noch voll on the run mit meiner Citrus-Kaktee, aber sie macht einfach nicht genug Damage. Ich gebe denen halt Headshots und sie kriegen 13 Schaden. Das ist halt armselig. Das ist halt richtig armselig halt. Ja. Und, oh yes, was war das jetzt wieder? Farbbeutel am Bus vom Arsch der Wild. Werde ich wiederbelebt? Nein. Gott, ist das schlecht. Ja, der Kaktus. So, die letzte Klasse hier. Jetzt sollten wir aber auch die Garten safe. Ah! Mann. Der scheiß Typ mit seiner Farbbeutel am Brust. Ich habe schon wieder nur noch 6 HP. Bin ich hier voll kackt, ja, Mann. Ist geil. Und ich spawn gleich neben meinen Gegner, das ist auch geil. Ja, sterb. Hä, wo ist der hin? Jo. Cool. Hä? What? Oh, wir haben die Garten verloren. Ja, ich weiß. Wir sterben wollen die Wichser, ey. Ohne Witz. Ja! Genau! Ja, Mann, ich hatte wieder überlebt. Das hilft eh nichts, weil jetzt eh sterben. Jo. Oh, Spieler besiegt, yes! Das hä? Du lebst doch noch! Hier, ja, auf der anderen Seite der Mauer, du musst dich unterstützen, wir müssen hier die Seite halten. Ja, chill doch, ich mach doch. Ja, ich bin schon so gut wie tot, deswegen. Ich hab's. Ja, okay, ja. Der ist tot. Wer auch immer ihn weggeholt hat, ich bin dabei nur gerade fast verreckt. Ich bin tot. Du bist geboren. Das Kakteen ist nicht so geil. Doch, Kakteen sind eigentlich schon geil. Ja, Kakteen, aber ja, Eiskakteen. Nicht so. Ja, die Eiskakteen, naja, kommt nur drauf an. Es geht. Gegen Gegner mit wenig Leben ist er eher schlecht, aber gegen Gegner mit viel Leben durch das Einfrieren ist er schon geil. Ey. Ja, danke, dass mich heißt, Bro. Nicht mal soziale Leute hier. Weil die was können. Leute. Oh, oh, ah, den hast du schon angeschossen. Das sieht man am Eis. Dann rape ich ihn doch gar weg. Hab ihn. Oder du hast doch jetzt Assist, oder? Ja. Ich habe ihn gekillt, einen. Ja, den anderen hast du gekillt und den einen habe ich gekillt. So was denn für Teamwork. Toll, ein anderer macht's. So, bedanken fürs Heilen. Wenn man ihn anschießt, dann heilt er einen im Normalfall. Und dann bedankt der Tisch. Oh Gott. Jetzt ist er selber verreckt. Oh oh. Jawohl. Das sieht ganz ungesund für mich aus. Das sieht richtig ungesund für mich aus. Jawohl, endlich mal wieder ein Leben. Heiler ist gut, ist gut. Ist gut. Ja, wo sind die Gegner, Alter? Die sind bei mir! Der jagt mich! Das ist doch nicht mehr fair! Was ist denn? Darf doch keine Leute jagen! Verfolgung ist verboten in Deutschland!
Okay, dann bin ich... Ah, nein, ich bin wiederbelebt. Ich dachte schon, ich bin jetzt auch durch mit allen Klassen. Aber nein, irgendjemand haut hier seine Wiederbelebung raus. Die Sonnenblume hier, die macht ihren Job. Nicht so, Alter. Ich glaube, wir müssen auch mal das nächste Mal unser Sonnenblumen-Special spielen. Vielleicht dann so in der nächsten Folge. Damit wir auch mal wieder allen Leuten zeigen, wie man Sonnenblumen richtig spielt. Im Moment sind so wieder ein paar Special-Folgen, wo wir einfach mal wieder so ein bisschen Gameplay mit allen Klassen zeigen. Finde ich eigentlich mal wieder ganz cool. Kam das letzte Mal recht gut an. Von dem her, denke ich, kann man sowas mal wieder machen. Die Vorlage, was? Oh, ich habe ihn gekillt. Ja. What the fuck? Da schmeißt jemand einfach Smog auf mich. Wie unfair ist das? Ja. Ich war im Drohnenmodus. Ah, fuck. Okay, ich glaube, jetzt ist vorbei. Mit die Kakteen bei mir. Nein, ich werde wieder geheilt von der guten Sonnenblume. Ah. Ja, man, Soap, Alter. Soap 454. Ja, Soap ist richtig geil. Und jetzt ist er tot. Nein, Soap, nicht sterben, dann bin ich auch so gut wie tot. Ich bin tot. Alter, ich konnte nicht mehr. Weil ich denn mich bewegen, da war so ein Mini-Busch und ich konnte nicht drüber. Da konnte ich auch nicht wiederbeleben, den Soap, so eine Busch. What the fuck? Okay, ich bin auch tot. Dope, rette mich. Nein, ich werde von Soap wiederbelebt. Alter! Dieser Junge! Jetzt bin ich wieder tot. Ich kann wieder welchen. Aber mein Doomschroom hat den Garten geleert. Und Soap hat mich wieder belebt. Fick dich Z4, fick. Alter, der kriegt dann mit. Zweck doch, du scheiß Wissenschaftler, aber Soap hält mich richtig gut hoch. Sobald ich Schaden kriege, bin ich wieder voll dank Soap. Und wieder einen weggeholt. Und wieder einen weggeholt. Komm schon, extra Zeit. Ich beende hier mit dem letzten Kaktus und wieder einen weggeholt. Alter, wie ich abgehe. Ja. Und du hast den letzten geholt. Sauber. Ich würde sagen, das kann man mal als abgeschlossene Runde sehen, weil ich jetzt mit dem Jahr der Kaktus ja indirekt schon viermal gestorben bin. Aber dank Soap eigentlich ja nicht. Aber ich würde sagen, dadurch, dass es der letzte Kaktus war, Leute, sehen wir uns das nächste Mal. Wir öffnen noch mal ein, zwei schöne Glitzerpäckchen. Weil es jetzt gerade am Schluss noch mal ziemlich geil lief, muss ich sagen. Und damit würde ich dann sagen, wir haben jetzt einen Eimer Meeresfrüchte Diamant, den ich natürlich auf meinen Meeresbiologen draufhauen werde. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao. Oh, stopp, Schild Diamant. Leute, hier die zweite Hälfte von unserem Ingi-Wechsel-Special hier mit dem Thron-Stop-Schild aus der letzten Runde, hier aus der letzten Folge. Und ich würde sagen, wir starten richtig durch. Jo. Da oben ist schon gleich die erste Drohne. Oh Mann, lecken die Server schon wieder. Ich mach eine Drohne. Ich mach eine Drohne. Dann passiert nichts. Dann meine ich, okay, laufe ich weiter. Lauf so ein paar Schritte aus der Deckung raus. Auf einmal kommt die Drohne. Dies ist shit. Stirb doch jetzt. Ja, und jetzt verbrenne ich noch an seinem Scheißgift. Also, ich verrecke an seinem Scheißgift. Es war ein Gift, was ist Giftbattle. Ich hab's verloren, Leute. Wir sind an der Stelle auch mit den Inchis schon durch. Das heißt, wenn die Runde zu Ende ist, war's das auch mit dem Inchi-Special. Aber jetzt fangen wir doch mal von vorne an. So. Laserdrohne. Laser your face, man. Laser in your face. Oh, Laser in your face ist down. Beton in your face. Ich finde Beton ist schlimmer wie Laser. Bei Laser, okay, deine Nerven sind tot, aber Beton? Ja, den kriegst du nie wieder aus dem Gesicht. Wir scheinen ja fast mal ein fähiges Team zu haben.
So, dann wieder der Schweißer. Jetzt, dadurch, dass ich eh schon alle Klassen hier gespielt habe, ist es mir eigentlich auch scheißegal, wie oft ich verreckt. Das heißt, ich renne hier einfach YOLO-Modus ein bisschen in den Garten rein. Einfach nur, damit wir die Runde auch mal gewinnen hier. Weil der Sieg geht vor. Der Sieg geht vor, Leute. Das heißt, jetzt der Scheiß auf Tode, rennt in den Garten, stirbt, aber capture ihn ein bisschen. Ist mir scheißegal, solange du den Garten capturest, kannst du von mir aus sterben, so viel du willst. Oh, Schlapper hinter mir. Schaut mal an, wie verspätet jetzt der Sonnenblumen-Kill kam. Unglaublich. Ich habe die gekillt und 2 Sekunden, 3 Sekunden später erst die Münzen für den Kill bekommen. Nein! Ich wurde gegessen. Jetzt sauge ich Sachen auch weg. Aber 4 Kills dafür gemacht. Ja. Ingenieur. Oh, ich hab noch 5 HP. 3, meinte ich. 3. Oh, das sieht ziemlich böse aus. Okay, du gehst hoch. Ah, fuck, einer HP tot. Kochkäse. What? Ja, da war ich das. Der hat mich mit Kochkäse gefickt. So, Elektromann. Jetzt müssen wir aber den TP holen und dann hier alles schön mit Elektromann zu spammen. Ah, der TP steht ja. So ein gutes Zeichen. Und der hier teleportiert sich rum. Und wieder Kill gemacht. Nice. Oh, der Schnapper frisst natürlich mich und nicht dich. Obwohl du vor mir warst. Was? Der ist mich auch, Alter. Ey, was geht diesen Dio? Wir haben sau viele Schnapper und Erbsen. Das ist voll mies eigentlich. Oh ne, jetzt hab ich egal, schaut auf. So, die Drohne geht raus. Schon wieder der Schnapper, komm schon, jetzt will ich mich aber bei dem Räche. Genau dafür, dass man Online Battles einführt, oder? Was? Ja, dafür, dass man so Online Clans und so. Achso, ja, die Clans fehlen echt noch. Also, das wäre halt Garten und Rübe, wenn aber das Beste ist. Bist du das? Was, ich bin tot. Ja, das bin ich. Das ist für ein Schmuchtelding, Alter. Junge, Pink ist geil. Aber ich hätte von hinten von dem Kaktus gesnippert. Ja, ich auch. Hey, wake up. What the fuck? Oh no! Ich gesehen. Er werde es. Yes, wieder ein Kill gemacht. Der Mechaniker finde ich immer mies, weil der Spray. Der Mechaniker hat keinen Rückstoß in eine Richtung, das ist ja das Miese. Der Mechaniker hat einfach einen Rückstoß in alle Richtungen. Weißt du, was Dark mir gerade geschrieben hat? Ne? Hey, erinnere den Futur bitte dran, dass heute Event ist. Ich glaube, er hat das vergessen. Ne, er hat sich vergessen. Ja Leute, heute Abend ist wieder Event, gibt wieder ein Livestream, die Folge kommt zwar erst danach raus, aber ihr könnt euch schon mal vorwegen, dass im Normalfall wir...